Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Es ist eine andere Berechnung, ein anderes Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden und auch Aszenden, dass das anderes ist als in einem westlichen Horoskop. Liebe Mona Isa, ich grüße dich. Das ist dein Horoskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten die 12 Lebensbereiche. Und jetzt geht um dein Geburtshoroskop. In diesem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont aufgestiegen, wie ein Sonnenaufgang. Und das bedeutet, dein Lagna ist die Tierkreiszeichen Krebs, dein Aszendent. Und dieser Aszendent, dieses Energiefeld, was du wie ein Kostüm trägst, begleitet dich bis zu dein Lebensende. Du bist ein Kind davon. Diese Krebseigenschaften, die Tierkreiszeichen Krebs, beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst deine Persönlichkeit, dein Auftreten und so bist du auch wahrgenommen. Das ist der erste Blick. Die Tierkreiszeichen Krebs gehört zum Wasserelement. Sogar ist er dominant im Wasserelement. In westlichen Astrologie würden wir sagen, das ist die kardinalen Tierkreiszeichen und bestimmt die Gruppe Wasserelement. Und Wasserelement steht zu unserem Unbewussten, herrscht auch über unseren Gefühlen, auch über unsere Intuition, dein Innenleben. Und das bedeutet, du nimmst im Leben vieles mit Gefühlen wahr, bist sehr gefühlsbetont. Krebs symbolisiert auch ein Zuhause. Die Mütterlichkeit auch. Und so bist du auch wahrgenommen, mütterlich, hilfsbereit, liebevoll. Was Wunderbare ist bei den Tierkreiszeichen Krebs, dass sie dieses Feingefühl haben für Zeit. Wann ist der richtige Augenblick, etwas geboren werden und handeln? Und wann ist besser zurückhaltend sein, abwarten, die Ruhe bewahren? Und damit kannst du auch wirklich erreichen, dass du im richtigen Augenblick, im richtigen Ort bist, wenn du auf dein Gefühl vertraust. Die zweite Lebensbereich liegen die Werte, die Besitz. Aber auch die Wertschätzung, auch das Selbstwertgefühl und Geld. Energetisch hängt es auch zusammen. In diesem Lebensbereich herrscht die Tierkreiszeichen Löwe. Und das ist für dich sehr wichtig, das Selbstwertgefühl. Über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne. Und die Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem.
möchte auch gesehen werden. Sonne ist das Licht. Und das ist für dich sehr wichtig, dass du Wertschätzung bekommst, ein Ansehen bekommst. Also stehe auch zu deinen Werten. Die Tierkreiszeichen Löwe liebt den Glanz, den Luxus. Und gerade hier im finanziellen Bereich bedeutet, du liebst es auch mal Geld ausgeben für Luxus. Aber das steht zu dir zu. Die dritte Lebensbereich zeigt die Schule. In jungen Jahren natürlich, wie wir das erlebt haben, die Schulzeit, später als Erwachsene hat immer noch mit Bildung etwas zu tun. Wissen vermitteln, Wissen aneignen, Schulungen teilnehmen. Aber bedeutet auch dieser dritte Lebensbereich Informationen, Nachrichten, Medien, Internet und Geschwister, Verwandten, die vertraute Umgebung, vieles Neues entdecken in diesem vertrauten Umgebung. Diesem Lebensbereich herrscht bei dir die Tierkreiszeichen Jungfrau. Jungfrau ist sehr klug, bescheiden, kann auch vieles untersuchen, das Denkende, diese analytischen Denkende, und das unterstützt dich bei Lernen, auch bei Schulzeit, aber Jungfrau ist eher zurückhaltend. Und das kann ein Hinweis sein, dass du in Schulzeit übersehen wurdest, obwohl du sehr intelligent warst und klug. Und das hat verletzt dein Selbstwertgefühl. Weil die Löwe, und das steht zu dir zu als Wertschätzung, manchmal wurde dadurch übersehen. Jetzt sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes. Ich nenne das als Wurzel des Baumes, das ganze Horoskop ist wie ein Baum. Hier fühlen wir uns verwurzelt. Das sind unsere Ahnen, unsere Traditionen, die Herkunft. Und das gibt uns die Halt, die Sicherheit, Stabilität. Und von hier aus kann alles langsam wachsen und dehnen. Dieser Platz symbolisiert auch Immobilien, Einrichtungen und auch dein Zuhause. Und in diesem Bereich ist die Tierkreiszeichen Waage. Und du liebst es auch, ein schönes, gepflegtes Zuhause zu haben. Das muss schön sein. Dann fühlst du dich wohl zu Hause. Die fünften Lebensbereiche sind die Kinder, später auch Enkelkinder, aber auch unsere eigenen Kindheit, das innere Kind. Hier liegt die schöpferische Kraft, unserem Leben gestalten. Schöpferisch gestalten, aber nicht mit Kontrolle und Zwang und Druck, sondern so wie die Kinder, spielerisch. Und hier liegt auch die Lebensfreude. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Skorpion. Die Tierkreiszeichen Skorpion ist auch Wasserelement, hat auch mal mit Gefühlen was zu tun. Die Skorpion kennt aber auch die Tiefe, auch die Ängste. Und hier ist die Transformation, Angst loslassen, auch Schuldgefühl, all diesen Gefühlen, was die Energie nach unten zieht, davon zu befreien, damit du dein Leben schöpferisch gestalten kannst. Und mehr auf andere Richtung die Gefühle transformieren wie Liebe, Begeisterung, Dankbarkeit. Und dann dreht sich alles in eine andere Richtung und das schenkt dir Lebensfreude. Natürlich gehört bei Skorpion auch die Sexualität, das auch Leben zulassen, ohne eingeschränkt zu fühlen. Das ist auch Lebensfreude.
Die sechste Lebensbereich, hier handelt sich um die Arbeit. Und Gesundheit gehört auch dazu. Und in diesem Lebensbereich ist die Tierkreiszeichen Schütze. Wenn du betrachtest die Osthorizont, die Krebs steigt in Osthorizont auf, wie ein Sonnenaufgang. Und genau in diesem Moment bist du geboren, dein erster Atemzug. Wenn du genau gegenüber schaust, siehst du einen Spiegel. Und in dem Moment, wo wir geboren sind, schauen wir sogar in diesem Spiegel. Wir sehen etwas im Westhorizont. Das geht nach unten wie ein Sonnenuntergang. Was ist dieser Spiegel? Was spiegelt sich da, was wir in unserem Geburtsmoment noch sehen dürfen? Unserem Seelenpartner. Und in diesem Platz ist die Tierkreiszeichen Steinbock, und die Tierkreiszeichen Steinbock öffnet den Tor zur Partnerschaft. Dann kommt die geheimnisvolle achte Lebensbereich. Hier ist eine Art Wandlung, das Loslassen. All das, was uns bedrückt. Hier wirkt die Pluto-Energie und hier lernen wir, unserem Leben erhalten. Steht auch zum Sexualität, weil Pluto herrscht über die Sexualität. Aber nicht nur die Sexualität, sondern auch das Geld. Aber anderes als hier, die Besitz, sondern hier mehr das Walten, Investieren, alles kümmern, was mit Finanzen auch was zu tun hat, das spiegelt auch zum zweiten Lebensbereich. Und hier in diesem achten Lebensbereich verspüren wir unsere inneren Kraft. Das ist eine Art Regeneration. So wie Pluto auch wirkt bei uns bei Tiefschlaf, wo wir eigentlich in diesem unbewussten Zustand in Plutos Reich sind. Und dieser Tiefschlaf gibt uns wieder die Kraft, was wir auch brauchen. Und diese Kraft kommt aber von unserem Inneren. Und diese Transformation, diese Wandlung ist alles, die ganze Geheimnisse, was damit verbunden sind, ist in diesem achten Lebensbereich. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Wassermann. Aber bevor ich jetzt erkläre, wie Wassermann hier wirkt, möchte ich doch näher eingehen auf dem Tierkreiszeichen Steinbock, weil das hat einen Einfluss auf dein Liebesleben. Die Tierkreiszeichen Steinbock nimmt die Liebe ernst und möchte Sicherheit, Stabilität und Struktur. Aber in jungen Jahren wirkt es eher einschränkend. Im zweiten Lebensbereich wirkt positiv, kommt mehr Struktur rein, mehr Sicherheit und Stabilität. Wenn ich die Schütze betrachte im sechsten Lebensbereich, wo um die Arbeit geht, du hast mehrere Möglichkeiten, dich beruflich entfalten. Vielleicht hast du sogar mehrere Ziele, aber ist wichtig, auf eins konzentrieren. Das, was dich begeistert, dein Wunsch,
dann weißt du die Richtung, dann kannst du besser orientieren. Und Wassermann hier bei diesem Bereich, wo um Wandlung geht und auch um das Loslassen geht, für dich ist das enorm wichtig, weil die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Also brauchst Luft zum Atmen. Und wenn du vieles festhalten möchtest und es ist schwierig loslassen, dann raubt dein Atem. Du verlierst die Leichtigkeit. Dann bedrückt dich das alles. Und so kannst du darauf achten, alles, was im Weg steht, Gewohnheiten oder Kontakte oder Gegenstände, kann auch störend sein, wenn stolperst du immer auf etwas und steht im Weg, aber möchtest nicht wegwerfen, weil das ist Geschenk von jemand, kann auch ein Beispiel dafür sein, dass auch störend sein kann. Du brauchst Luft, du brauchst Platz. Und all das ist wichtig zum Verstehen. So bleibst du im Luft und die Luftelement gibt dir die Leichtigkeit. Die Tierkreiszeichen Wassermann steht mit Adler in enge Verbindung. Dieser Sternbild Adler befindet sich auch in die Nähe von Wassermann. Aber die ganze mythologische Geschichte verknüpft auch mit Adler. Du brauchst den Adlerblick und dann kannst du vieles, vieles leichter bewältigen und bleibst in deiner inneren Kraft. Und hier lernst du im inneren Kraft zu bleiben, weil hier kommst du mit Pluto-Energie in Verbindung. Die Tierkreiszeichen Wassermann fühlt sich einzigartig und außergewöhnlich. Du bist zwar nicht in Tierkreiszeichen Wassermann geboren, aber bei dieser Transformation, dass du mehr zur Leichtigkeit kommst, darfst du erlauben, dich außergewöhnlich, einzigartig fühlen. Das hilft und unterstützt dich. Die neunte Lebensbereich sind die Reisen. Ausland, Auslandskontakte bedeutet auch innere Reise, Spiritualität. Und in diesem Bereich wirkt bei dir die Tierkreiszeichen Fischen. Natürlich ist das sehr kreativ, hast auch ein gutes Gefühl dazu, bist sehr spirituell und bist auch sehr kreativ, ganz klar. Aber achte drauf, wie lebst du deine Spiritualität, deine Weisheit, dein Wissen? Betrachte das, die Tierkreiszeichen Fischen aus zwei Fischen besteht. Die eine Richtung ist die ständige Angst und Zweifel und Unsicherheit, manchmal sogar Hilflosigkeit, das bremst, das blockiert. Die andere Richtung wirkt die Neptun-Energie. Die andere Richtung ist nämlich ein Vision, ein Traum. Und das steht im Neptun-Einfluss. Wenn du das kannst, dieser Traum, dieser Vision vertrauen und glaubst du daran, dann bewegt sich alles in diese Richtung und lebst dein Traum. Und hier ist der ganze Reichtum verborgen in Tierkreiszeichen Fischen. Hier endet sich auch die ganze Tierkreiszeichen, weil wir starten mit Widder und endet sich mit Fisch. Und hier ist die Brunnen, die Intuition und Inspiration. Großartig. Und so lebst du deine Spiritualität. Aber vertraue das Fluss des Lebens. Vertraue dein Können. Vertraue dein Gefühl. Dann lebst auch dein Traum.
Jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes. Hier ist die Krone des Baumes. Hier bekommst du Anerkennung, Respekt. Und hier im höchsten Punkt ist die Tierkreiszeichen Widder. Die Tierkreiszeichen Widder hat Kraft und Mut, alles in Bewegung setzen. Und das kannst du ganz gut gebrauchen und einsetzen, deine Berufung zum Leben. Die 11. Lebensbereich sind die Wünsche, die Hoffnungen, aber auch die Freundschaften und soziale Kontakte mit gleichgesinnten Menschen, eine Gruppe von Menschen. Das kannst du organisieren oder gründen oder dich anmelden. Hier ist die Tierkreiszeichen Stier. Und das zeigt, das ist angenehm und ruhig. Und da hast du deine Beliebtheit. Die 12. Lebensbereiche liegen die tiefen Geheimnisse des Lebens. Natürlich auch karmischen Themen, Tiefpsychologie, auch die Ursache der Erkrankungen. Und hier sind auch die geheimen Feinde. Und hier befindet sich bei dir die Tierkreiszeichen Zwillinge. Die Tierkreiszeichen Zwillinge besteht aus zwei, nämlich Castor und Pollux. Ich erzähle dazu die Geschichte, weil das hilft dir, dich innerlich zu stärken. Es gab eine Königin namens Leda, die war die Königin von Sparta. Und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und sie wurde schwanger, aber Leda war verheiratet mit dem König von Sparta und wurde auch schwanger und gebar die Zwillinge, Castor und Pollux. Castor war der Sohn von dem König, also menschlich und sterblich, und Pollux war der Sohn von Zeus, also göttlich und unsterblich. Die Zwillinge sind aber miteinander verbunden. Und wo Castor sterben müsste, weil einfach die Zeit gekommen ist, wollte Pollux ihn nicht loslassen. Und ging zu seinem Vater und bat um die Sterblichkeit, weil er sagte, ich will meinen Halbbruder nicht alleine lassen, ich möchte lieber sterben. Und Zeus war so gütig, dass er die beiden Zwillinge unsterblich gemacht. Und seitdem leuchten im Himmel als die beiden Hauptsternen in Tierkreiszeichen Zwillingen und zeigen uns den Weg, erklären uns etwas. Castor, das Sterbliche, beschreibt unseren Schicksalsweg von Geburt bis zum Lebensende. Das ist das Menschliche. Wir wissen, dass wir sterben. Aber wir haben in unserem Inneren eine Seele. Und das ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung, also göttlich und unsterblich. Und das ist Pollux in uns. Und das haben wir nicht verloren. Wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper und kehrt von Gott zu Gott zurück. Und wenn uns das bewusst ist, dann haben wir einen höheren Bewusstsein. Und wir besuchen dann unsere Seele. Und unsere Seele ist nicht im Himalaya. Nein, nein, nein. Unsere Seele ist in uns, in unserem Inneren. Und wenn wir meditieren, zur Ruhe kommen, dann haben wir die Verbindung zu unserer Seele. Und das ist unsere Quelle. Hier ist die Intuition und Inspiration.
Und wenn wir hier von diesem Quelle schöpfen und uns bewusst ist, dass wir mit dem Göttlichen in Verbindung stehen, dann haben wir die Bewusstsein. Und das ist dann eine fließende Energie. Und hier schaust du in die Tiefe. Weil das sind die tiefe Geheimnisse und die Zwillinge führen dich dazu, führen zu deiner Intuition. Und mit Krebs, Aszenden kannst du davon so viel schöpfen. Das ist Wasser, das ist Gefühl. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau im dritten Lebensbereich. Hier kannst du dein Selbst leben, mit deinem Wissen, mit Informationen, ein Austausch, Austausch von Informationen, Wissen aneignen und Wissen vermitteln. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock, im siebten Lebensbereich. Mond und das siebte Haus ist dein Lagnesha. Das heißt, du hast Aszendent Krebs, Aszendent oder Lagna. Aszendent Krebs. Du bist ein Kind davon. Und über die Tierkreiszeichen Krebs herrscht Mond. Das ist dein Lagnesha, dein Herrscherplanet. Und die Lebensbereich, wo dieser Herrscherplanet oder bei Mond handelt sich um Licht, dieser Lebensbereich ist für dich, für deinen Lebensweg enorm wichtig. Und das ist die liebe Partnerschaft hier. Mars ist der Planet, was uns Kraft gibt. Das ist anderes als Pluto. Bei Pluto sind wir konzentriert an unserem inneren Kraft, unserem Überzeugungskraft. Das ist ein Überlebensinstinkt. Bei Mars ist es anderes. Mars handelt. Mars ist schnell auch. Und diese Mars-Energie setzt vieles in Bewegung in unserem Leben. Diese männliche Energie zeigt auch der Mann. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge, hier in diesem geheimnisvollen Bereich. Hier sind auch karmische Themen und das wäre ein Hinweis, dass du eine karmische Beziehung hast, dass du deinen Partner kennst von früheren Leben. Bedeutet diese Mars-Position auch, wenn du dich durchsetzen willst im Leben, dich zu behaupten im Leben oder dich zu wehren, du brauchst immer wieder einen gewissen Rückzug, weil dann in dieser Rückzug, in dieser Ruhe hast du wieder die Kraft. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Waage, hier im Grenzbereich zwischen dritter und vierter Lebensbereich. Das zeigt die schöne Sprache. Merkur steht für Sprache. Mit Waage ist das schön, angenehm, blumenhaft. Und wirkt noch im dritten Lebensbereich auch, wo um das Wissen geht und zeigt dein Wissbegierde, deine Intelligenz. Du bist sehr klug. Und du kannst auch Wissen vermitteln. Schulungen halten, Seminare halten und die schöne Sprache durch diese Tierkreiszeichen Waage.
aber du neigst dazu, so sprechen mit anderen, dass du andere ja nicht verletzt. Wage, achtet drauf, beliebt zu machen, andere nicht verletzen. Obwohl Waage kann sehr, sehr diplomatisch sein, also das kann sehr klug sein, kluge Handlungen und kluge Sätze, auch sehr diplomatisch. Aber manchmal neigt dazu, sich beliebt zu machen und nicht Nein sagen trauen. Und wenn bei dir das so ist, dass du nicht Nein sagen traust oder möchtest an Rücksicht nimmst auf andere, weil du möchtest niemand verletzen, aber wenn du dich selbst verletzt fühlst oder ausgenützt fühlst, dann fühlst du dich auch kraftlos und ziehst du dich zurück. Das zeigt Mars im 12. Lebensbereich, wo um den Rückzug auch handelt, und natürlich den Krebs, Aszendent Krebs, neigt auch dazu, zurückzuziehen. Jupiter zeigt deine Größe, vertritt auch die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns wieder zurück. Das ist ein Gesetz, das ist die göttliche Gerechtigkeit. Jupiter gibt aber Chancen, Möglichkeiten und in unserem Leben und auch Glück. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und Jupiter fühlt sich sehr wohl im Schütze, weil Jupiter herrscht über die Tierkreiszeichen Schütze. Und das ist die Optimismus und auch Glück. Glück und Jupiter befindet sich hier in diesem Bereich Arbeit und Gesundheit, aber hat noch einen Einfluss auf die 5. Lebensbereich auch. Und das würde bedeuten, du hast Glück mit Kindern oder da machst du dich beliebt, aber auch deine schöpferische Kraft, natürlich die Chancen, Möglichkeiten, dein Leben dann wirklich so gestalten. Venus ist die Planet der Liebe, auch die Kunst, Kreativität, Schönheit, Ästhetik. Beruflich ist eine berufliche Richtung, wo um die Schönheit geht, aber kann auch Selbstständigkeit bedeuten. Venus ist eine weibliche Energie und zeigt uns als Frau. Und natürlich die Liebe, Partnerschaft. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage im 4. Lebensbereich. Venus ist sehr stark im Waage, weil Venus herrscht über den Waage. Also das ist schon deine weibliche Energie, die Anziehungskraft auch. Und hier im tiefsten Punkt des Horoskopes bedeutet, das ist dein Basis, dein Fundament und du kannst diese weibliche Energie auch, damit dich beliebt zu machen, Glück haben in die Liebe, Partnerschaft, kreativ zu sein und wirkt auch auf deinen 4. Lebensbereich und das ist die schöne Einrichtung. Das könnte auch eine Richtung sein, wo du dich entfalten kannst beruflich in diesem Bereich zum Arbeiten. Immobilien, Innenarchitektur, Einrichtungen. Saturn ist der Planet der Schicksal und Karma. Saturn belehrt uns auch. Manchmal kann uns ganz schön einschränken, aber führt dazu, dass wir Sicherheit, Stabilität und Halt bekommen im Leben. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Jupiter dehnt sich aus.
Jupiter gibt dir das Glück und Chancen und Möglichkeiten, gleichzeitig Saturn bremst. Und das erlebst du in deiner beruflichen Laufbahn, wo du glücklich bist und siehst du die Chancen, Möglichkeiten und plötzlich passiert etwas und kommen die Einschränkungen. Das erlebst du eher in jungen Jahren, später im zweiten Lebenshälfte unterstützt dich Saturn, dass all das, diese Chancen wahrzunehmen, das in Form zu bringen, dass das Realität wird. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe in zwei ersten Lebensbereich, erste und zweite, hier im Grenzbereich. Ich setze Uranus mal hier im Grenzbereich. Uranus wirkt auf den ersten Lebensbereich, aber auch im zweiten Lebensbereich. Uranus ist alles andere als bürgerlich. Uranus ist die Zeit voraus, außergewöhnlich. Du brauchst dieses Gefühl und das stärkt auch dein Selbstwertgefühl. Du bist kein Durchschnittmensch, sondern du bist anderes als alle anderen. Und das ist schon die Uranus-Energie und so verläuft auch dein Schicksalsweg. Neptun ist im Waage, im vierten Lebensbereich. Und Neptun lässt deine Träume leben. Das ist Kreativität pur. Und Neptun ist die Inspiration, hat einen Einfluss auch auf die Intuition, aber auch die Inspiration. Und ich könnte das sehr gut vorstellen, wie die Wohnsituation ausschaut, wie du traumhaft schön nach deinem Geschmack, nach deinem Gefühl gestaltest, einzigartig. Das könnte auch deine Berufung sein, wobei liegt hier die Spiritualität auch. Pluto gibt die inneren Kraft. Pluto ist im Löwe im zweiten Lebensbereich. Wenn du mit deinen eigenen Werten bewusst bist und die Löwe ist wirklich die Bewusstsein, Löwe ist sehr selbstbewusst, dann verspürst deine Macht. Macht über dein Leben, Macht über dein Schicksal. Pluto ist diese Kraft. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser. Und das bedeutet, diese 12 Tierkreiszeichen werden in kleineren Abschnitte unterteilt, was die Tagesbewegung des Mondes symbolisiert. Und da kommen die Einflüsse von Fixsternen, also auch von anderen Sternbildern. Und schauen wir an, in welchem Mondhaus hast du Einflüsse. Dein Aszendent ist Krebs. Dieser Mondhaus heißt Pushia und bedeutet ganz starke, ausgeprägte Intuition, gehört auch zu deiner Persönlichkeit und du hast ein gutes Gefühl, den richtigen Zeitpunkt zu fühlen. Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln? Im richtigen Zeitpunkt, im richtigen Ort zu sein. Deine Sonne ist in Tierkreiszeichen Jungfrau und dieser Mondhaus heißt Hashta. Übersetzt bedeutet das Hand und Handlungen. Und dieser Mondhaus wird von Winde Myatrix bestrahlt. Dieser Stern wurde bei Griechen, bei Römern verehrt. Als Weinleserin und zeigt die Lebensfreude, das Leben wie ein Fest zu betrachten. Und das sind die richtigen Handlungen bei dir, nicht die strenge Leben, sondern mehr die Lebensfreude. Dein Mond ist im Steinbock
Und dieses Mondhaus heißt Uttarashada und bedeutet höheren Wünsche, höheren Träume, Sehnsüchte, Wünsche, Vorstellungen. Und du erreichst es auch. Wo erreichst du das? Hier im siebten Lebensbereich, in die Liebe, Partnerschaft. Aber du brauchst einen Partner, weil das sind deine Erwartungen, der dich respektiert und dich schätzt und ehrt. Dein Mars in Tierkreiszeichen Zwillingen ist in Mondhaus Artra und das bedeutet eine jugendliche Frische. Wenn du hier zurückziehen kannst, immer wieder, weil die 12. Lebensbereich bedeutet auch ein gewisser Rückzug, dann hast du wieder die inneren Kraft, die Ruhe, die inneren Kraft und das hilft dabei, diese jugendliche Frische wieder gelangen, jugendliches Aussehen oder bei Krankheiten auch die Heilung, dieser Heilprozess, aber bedeutet auch, nach diesem Ruhe, nach diesem Rückzug hast wieder die Kraft und Schwung, alles in Bewegung setzen, gibt dir die jugendliche Frische. Merkur befindet sich in Waage und dieses Mondhaus heißt Chitra und hier befindet sich die Balancepunkt. Bei Merkur handelt sich um Gesprächen, Kommunikation und hier brauchst du die Balance. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Oder brauchst bei Handlungen, Kommunikation die inneren Balance, die inneren Gleichgewicht. Diese Mondhaus wird von Spica bestrahlt. Spica ist die Weizenähre der Jungfrau und das heißt, es trägt Früchte. Das heißt, wenn du Wissen vermittelst, wenn du dich einsetzt und dich und du versuchst, andere überzeugen, klug bist du, intelligent bist du, das trägt immer Früchte. Jupiter im Schütze befindet sich in ein Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Mula, übersetzt bedeutet Wurzel, Fundament. Und du brauchst gerade hier im Schütze, wenn es um Arbeit geht, in die tiefe Zusammenhänge zum Erkennen und stellst die Frage, warum ist es so? Das ist Forschungsgebiet. Du möchtest wissen, die Ursache. Hier sind auch die Krankheiten im sechsten Lebensbereich, also Thema Gesundheit. Das interessiert dich auch. Was ist die Ursache dieser Krankheiten? In diesem Gebiet könntest du Forschungsarbeit machen und deine Kraft da einsetzen, weil gerade hier spiegelt sich etwas. Das heißt, hier im sechsten Lebensbereich sind die körperlichen Erkrankungen und gegenüber im 12. Lebensbereich hast du die Ursache, die psychische Ursache, die Erkrankungen. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage, so wie Neptun auch. Neptun und Venus hier im Waage. Beiden sind in ein Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Swati. Dieser Wort kommt von Sanskrit und bedeutet Sva, selbst, und Ati, Seele. Selbst um deinen Seele kümmern. Und hier ist die Zuhause und das kannst auf deine Seele auch übertragen. Deine Seele braucht auch ein Zuhause in dein Inneren. Ich könnte sagen, einen inneren Tempel. Und hier kannst du mit dieser Waage, Venus, Neptun schön gestalten und in eine meditative Haltung nach innen schauen und da wirst du einen Zugang finden zu deiner Intuition und Inspiration.
Svati wird von Kreuz des Südens beeinflusst oder bestrahlt. Diesem Stammbild ist in Südhalbkugel sichtbar. Und in diesem Stammbild befindet sich den Südpol. Und Südpol dient zum Orientierung. Und diesem Stammbild Kreuz des Südens steht in einer engen Verbindung zum spirituellen Themen oder religiösen Themen. Das kann für dich die Orientierung sein. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus befindet sich in ein Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Makha und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist was Besonderes. Regulus ist eine von den vier königlichen Sternen und repräsentiert Könige und Herrscher. Immer. Also vor hunderte von tausenden Jahren auch schon. Also dieser Regulus wird verehrt. Regulus befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe und das ist das Herz der Löwen. Also hör auf dein Herz und gestalte dein Schicksalsweg. Das, was dein Herz sagt, und das macht deine Persönlichkeit einzigartig, Uranus, einzigartig zu sein und stärkt dein Selbstwertgefühl und verbessert die Finanzen. Pluto befindet sich im Löwe, aber in einem anderen Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Purva Palguna und bedeutet all das, was zuvor war, in Kindheit oder im früheren Leben, hier sprechen wir von Vergangenheit, es kehrt was zurück von Vergangenheit und du wirst das vollenden. Und du hast diese inneren Kraft, auch diese Überzeugungskraft, das zu vollenden. Die beiden Mondknoten, das sind karmische Knoten. Ketu zeigt die Vergangenheit, die alten Karma. Ketu hat wenig mit Materie was zu tun, mit Finanzen, mit Geld. Und Rahu ist das Neue, was unserem Seele ausgesucht, die Suche nach etwas. Rahu hat mehr Bezug auf Materie. Ketu ist in Tierkreiszeichen Wassermann. Also hier zeigt sich die alte Karma und hier hast du alten karmischen Themen, wo diese Wandlung stattfindet. Und Ketu befindet sich in einem Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Purvapadra und wird von Pegasus beeinflusst. Ich erzähle dazu die Geschichte, dann wirst du verstehen, was Pegasus bedeutet. Es gab eine Königin, Cassiopeia. Und Cassiopeia prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als alle Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Gott des Meeres, Poseidon, was nichts anderes ist als Neptun. Und Neptun oder Poseidon war zornig und schickte ein Seeungeheuer, ein Walfisch in diesem Königreich, die prahlende Cassiopeia zu bestrafen. Dieser Walfisch kam dann an und dachte, hoch, warum sollte ich das machen, was Poseidon mir sagt, ich habe da keine Lust dazu, ich mache, was ich will. Und dieser Walfisch nahm lieber die Königstochter Andromeda und fesselte in ein Felsen. Andromeda war gefesselt und in die Nähe war Medusa. Medusa war die furchterregende mit ihren Schlangenhaaren. Und die Geschichte erzählt, dass jeder, der Medusa erblickt, hat Angst. Und
unbeweglich wie ein Stein. So hat sich Andromeda auch gefühlt. Bis dann Perseus kam. Perseus hatte ein Schwert und befreite Andromeda. Die beiden haben sich verliebt. Ja, und Perseus tötete Medusa. Und in dem Moment wurde Pegasus geboren von dem Mutterleib. Wie ein so wie ein Neugeburt wurde befreit von Mutterleib. Und dieser Pegasus ist ein Pferd, ein weißes Pferd mit Flügel. Zeigt die befreit zu sein von etwas. Ein Flügel zu bekommen, endlich aufatmen. So könnte ich das mal beschreiben. Was hält uns gefangen? Das ist die Angst. Und genau das ist die Transformation. Und hier hast du karmische Themen. Das zeigt Ketu hier im Wassermann in diesem Mondhaus, was von Pegasus beeinflusst ist. Sind vielleicht auch Mutterthemen, wo du dich von etwas befreien sollst. Rahu ist hier und das, was deine Seele sucht und hat mit Geld, mit Materie was zu tun. Mit Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, Finanzen, auch um die Finanzen kümmern und verstehen, wie wichtig das ist, Geld zu haben. Purva Palguna beeinflusst diesen Bereich, wo dein Rahu, dein aufsteigender Mondknoten, diese Mondknoten befindet. Und dieser Mondhaus ist dasselbe Mondhaus wie bei Pluto. Purva Palguna, etwas war schon zuvor, entweder in Kindheit oder im früheren Leben. Und es muss loslassen, nicht festhalten, diese Erinnerungen und dann schauen, die Finanzen in Ordnung zu bringen und vollenden. Und davon überzeugt zu sein, dass du das kannst. Sonne, Mond und die Planeten kommunizieren auch miteinander, das sind die Verbindungen. Mond ist genau gegenüber von deinem Aszendent und das ist dieser Spiegelblick, wo das wichtig ist für dich, die Partnerschaft. Mond hat einen Einfluss auf den Gefühlen und das begleitet dich ganzes Leben lang mit Aszendent Krebs sowieso, weil Krebs ist feinfühlig und spürt die Mondkraft. Also du kannst mit Mondenergie ganz gut arbeiten, aber achte auf den inneren Gleichgewicht. Mond und Merkur stehen in einer Spannung. Mond ist auch das Mutterbild. Merkur zeigt auch die Kindheit. Das ist eine Spannung in Kindheit zwischen dir und zwischen deiner Mama. Sonne und Mars steht auch in einer Spannung und das ist der Vaterbild. Sonne symbolisiert der Vater und die Mars-Energie entweder war zu bestimmend, dein Vater. Bei Mars-Energie kann auch eine gewisse Aggression kommen, aber kann auch Schwäche sein, wo du dein Vater so erlebst, er kann sich gar nicht durchsetzen. Also es kann beide Richtungen gehen, aber hier entsteht eine Spannung. Entweder zu viel Mars und setzt sich ständig durch, kommt eine gewisse Aggression auch durch, oder zu schwach und kann sich nicht durchsetzen. Sonne steht aber zum Venus sehr schön. Eine sehr schöne Sonne und Venus-Verbindung und das stärkt deine weibliche Energie, stärkt dich als Frau. Mars und Venus steht auch wunderbar und das hilft dir, eine glückliche Partnerschaft zum Leben. Mars und Venus ist die beiden Liebesplaneten. Pluto unterstützt dich sehr gut.
Pluto, wenn du deine inneren Kraft und deine Überzeugungskraft entdeckt hast und stehst zu deinen Werten, von Pluto kommt eine sehr große Unterstützung. Pluto bestrahlt die Sonne sehr gut, das ist dein Selbst. Pluto bestrahlt Mars sehr gut und das ist deine Kraft. Pluto bestrahlt Venus auch sehr gut, das bist du als Frau. Liebe Mona Isa, das war diese Geburtshoroskop-Analyse. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.